So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir sind dann weiter noch im Tauschen, alle möglichen. Hey, der hat doch gerade geblubbert. Ich habe doch gerade einmal getauscht. Warum geht das nicht im Programm weiter jetzt? 1, 2, 3. Ich probiere es nochmal. Ein Bücherregal. So. Blubber. Blubber. Gut. Angebot. Jetzt geht's weiter. Nee, nee. Zu teuer, zu teuer. Viel zu teuer. Ohne mich, ohne mich, ohne mich. Warum ist das jetzt so ruckelig? Egal. So. Wie sieht es bei euch aus? Tauscht ihr eigentlich noch das Weizen? Oder habt ihr schon genug? Ne, ihr tauscht noch, das ist gut. Und du da? Hallöchen? Warum kann ich nicht Rechtsklick machen bei dir? Bei dem kann ich tauschen, bei dem kann ich nicht tauschen. Ich kann hier gar nicht anklicken. Doch, jetzt. Oder? Jetzt. Der tauscht auch noch. Okay, das ist gut. Die haben noch nicht genug von dem Weizen. Ich könnte nur hier Folgendes einmal gerade machen. Weizen. Zack. Einen neuen Emerald holen. Okay, ich müsste vielleicht noch den anderen hier reinkriegen, einmauern, dann zurückgehen und ein bisschen neues Zeug holen. Oder ich bin noch ein bisschen weiter am Ausleuchten, das kann sein. Ich habe hier so viele Fackeln, die kann ich theoretisch nochmal ein bisschen hier im Kreis rum platzieren. Ich weiß nur nicht, wie ich den da hier dann eigentlich oder die NPCs hier allgemein da hochkriegen soll. Soll ich ihn vielleicht hier einmauern oder irgendwie oder wie sieht's aus? Also die fallen ja jetzt hier rein, das ist klar. Ich könnte versuchen, die einzumauern, also so, dass keiner reinkommt, dass ich nur weiß, wo die sind, aber die Mobs nicht rein können oder ran können. Das heißt, ich mache so eine kleine Höhle, wo die NPCs nicht raus können von alleine. So, und das mache ich hier einfach mal. Das heißt, die fallen dann hier rein, kommen aber nicht mehr raus. So, weil die zu blöd sind oder was auch immer. Von oben muss ich das Ganze natürlich abdecken, damit da kein Mob reinkommt. Das mache ich dann einfach so. Einfach so als Dingensinn. Ich kann hier auch noch den damit reinschieben, weil der ist dann, glaube ich, auch zu weit weg vom Dorf allgemein. Das heißt, da müsste, der dürfte nicht mehr zum Dorf dazu zählen. Und dann müssten einfach dafür neue kommen. Dafür. Für den müssen neue kommen. So, den habe ich schon mal reingeschubst. Den da hier unten müsste ich vielleicht auch noch irgendwie reinschieben, falls das geht. Ich schiebe einfach alles rein, was geht. Genau, alles reinschieben, was geht. Sondern zumauern. Es geht noch, aber wie kriege ich den jetzt hier hoch, das ist die Frage. Also einen Block hoch. Leider folgen die einem nicht, so wie ich das mitgekriegt habe. Oder sie sollten ja eigentlich folgen, aber tun sie nicht. So, komm mal mit. Macht er nicht. Macht er nicht. Komm her. Macht er nicht, Idiot. Oh, schade. Die stehen da unten erstmal und quatschen sich einen ab. Ich mache Folgendes, ich gehe mal hier hin und mauer die zu. Dass da kein Mob von draußen reinkommt. Und denen was anhaben kann. Und dass ich noch weiß, wo die hier... Oh. Verdammt. Sind. Die vermehren sich aber auch unten. Na, was soll's. So, dazu. Dazu auch. Geht's vielleicht, eventuell. So. Jetzt ist dicht, da unten ist der Bücherwurm drin und hier sind noch jede Menge kleine drin. Bei Nacht müssten die ja dann ins Haus reinrennen. Ja, es sind viele kleine hier, es sind viele kleine, das ist gut, das ist wunderbar, genau das brauchen wir. Wir brauchen wir Nachwuchs. Okay, oh, wir haben drei große Magier, was macht denn der? Spitzhacke gegen Emerald, gegen Unbreaking und Efficiency. Das mache ich doch gerade mal, selbst wenn es... nur eine Eisenspitzhacke ist. Fortune gibt es ja leider nicht. Tauschen wir einfach mal ganz blöd. Und guck mal, der müsste jetzt blubbern. Was das bringt. Der Eisengolem ist hier. Ich dachte, der wäre da oben. Ist das ein zweiter? Das ist die Frage. Ist das ein zweiter Eisengolem? Was tauschst du eigentlich? Das sind wahrscheinlich die Nahrungstypen. Warte mal, ganz blöd, ganz frech mache ich nochmal das da hier. So. Blubber. Und was hast du jetzt mehr im Angebot? Dings gegen Brot. Ja, okay, die Deals sind nicht so toll. Du brauchst halt einen richtig vernünftigen, sag ich jetzt mal, wo du gute Deals mitmachst. Voll der Dealer. Wie sieht's mit dem aus? Ach nee, habe ich auch schon gemacht. Ja, das ist der Goldtyp.
Okay, man kriegt halt nicht alles, was man will, das ist das Problem. Jedenfalls hoffe ich mal, dass das jetzt hier ein bisschen besser organisiert alles ist und so. Das heißt, Fackeln, wie sieht's denn aus? Hier hinten könnte man noch mal ein paar setzen, oder? Also da, wo der NPC gerade steht. Sehe ich die Mobs spawnen, dann Richtung Haus gehen. So allgemein gedacht. Da nochmal. Und von da unten her müsste es eigentlich reichen. Einfach nur so um die Häuser das grob abstecken, weil die NPCs laufen von allein rein. Da nochmal. Jetzt müsste es aber hoffentlich gehen. Das hier müsst ihr auch noch zumauern, eventuell da noch so ein großes Haus draus machen. Die Anzahl der Türen müsste noch nicht gesättigt worden sein, das heißt, es müssen immer wieder neue kommen. Das müsste auch wieder als Haus hier gelten, hoffe ich doch mal. Ich hoffe es mal. Komm, egal jetzt, machen ein verdammtes Erdehaus draus. Dirt House. Gut, das müsste auch wieder als Haus gelten dann demnach. Mach ein bisschen Platz, damit man auch durchlatschen kann, nicht überall hängen bleibt. So, Kiste. Emeralds mitnehmen, drin lassen, lass die mal drin. Bücherregale, die brauche ich eventuell als Dekoration für das andere Haus, wo ich dann gerade am Bauen bin, sowieso, das heißt, die behalte ich. Lass dich mal raus, das raus und alles mögliche Schrott hier raus, den ich nicht brauche. Ich bräuchte Holz, das heißt, ich glaube, ich gehe nochmal hier hin. Besorg mir ein bisschen Holz, weil ich wollte jetzt nicht mehr weiter weggehen und in den Sumpf oder so, um Holz zu holen. Und ich mache hier draus das da hier. Haha, stylisch. Dirt House, Extremo. Und dann, ich bräuchte eine neue Kiste, mal hätte ich mir gedacht. Eine neue Kiste. Reicht das für zwei Kisten oder? Das reicht sogar für zwei Kisten. Schön. Schön, schön. Ich frage es nur, wo am besten. Da, komm, egal. Und da tue ich jetzt mal das rein. Also alle Tauschsachen, glaube ich mal, könnten dann hier rein. Die wir auch tatsächlich brauchen könnten. Das kommt noch mit weg, weil da kann man auch Papier draus machen. Und die Emeralds. Hier ist ja so eine Schrottkiste mehr oder weniger, wo das ganze Zeug drin liegt. So. Genau. Das geht dann schon eher. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Das raus. Komm, ich tue das auch mit raus, was ich nicht brauche hier. Jetzt aber freies Inventar, verzauberte Sachen, ohne was verzaubert, ohne dass wir überhaupt was verzaubert haben. Melonen sind noch drin. Brauchen wir sowieso als Nahrung, wer hätte gedacht. Nein. So. Gut, von den Kisten her klappt das dann. Ich würde sagen, das wäre sogar das erste, was ich hier machen wollte. Ich wollte ein paar Sachen verzaubern. Ich wollte Emeralds besorgen, die habe ich auch tatsächlich bekommen. Ich habe ausgeleuchtet. Wenn ich jetzt weggehe, ist natürlich klar, ist hier erstmal wieder Stillstand. Aber ich habe ja auch keine Sachen mehr zum Tauschen. Das heißt, ich bin hier auf das erste fertig. Ich werde jetzt hier nicht weiter rumgammeln. Sondern ich gehe wieder zurück. Und zwar in Richtung des Portals. Und guck mal, ob ich dann jetzt das Haus weiterbaue. Die Frage war auch noch wegen Monsterfalle. Mal kurz hinstellen. Nee, pass mal auf. Ich gehe mal kurz zur EP-Falle. Soll ich das noch machen? Reicht das? Nee, schickt auch nicht mehr in dieser Folge. Ich gehe zurück zum Haus. Und baue da ein bisschen weiter und dann stelle ich mich auch mal zur EP-Fahne und mache nochmal Level 30 und verzauber nochmal eine Spitzhacke in der Hoffnung auf Glück. Aber das ja, ist so eine Sache. Ihr kennt mich ja, ich habe schon ein paar Mal versucht zu verzaubern. Glück, sowas gibt es bei mir gar nicht. Das heißt, eine Spitzhacke des Glücks. Wir wollten ja noch Diamanten vervielfältigen. Also hinsetzen, dann vervielfältigen, aber irgendwie wird das nix. Ich wollte auch unten den Raum irgendwie als Lagerraum nutzen für die ganzen Erze, also indem ich die dann noch platziere. Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube auch, dass ich vielleicht nicht direkt gleich schon alle Erze abbauen werde, sondern dass ich das ein bisschen so als Deko behalten werde. Den Raum so allgemein, denke ich mal. Aber das werden wir gleich sehen. Ich baue mich erstmal durch. Jetzt wieder einen langen Weg vor uns durch die Hölle. Also theoretisch in Real, also das heißt in Real, in der normalen Welt, in der realen Minecraft-Welt, nicht so dem Nether, wäre das jetzt eine Riesenstrecke, die wir zurücklegen müssten. Durch den Nether mal eine schöne Abkürzung. Moment, so. Weil ein Block hier entspricht 8 Blöcken in der anderen Welt oder in der normalen Welt. Das heißt, ouch, jetzt mal, wenn ich aussteige. Das heißt, ich müsste hier praktisch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch die normale Map fliegen, wenn ich hier durch den Nether laufe. Deshalb ist das so schön, immer wegen Abkürzungen. Nether Ward, wie sieht es denn da eigentlich aus mit Ernten? Ich glaube, man kann jetzt Nether Ward auch in der normalen Welt
ich sag jetzt immer normale Welt, also das hier ist der Nether und das andere ist die normale Welt, platzieren. Ohne dass es rausgeht. Es ist Nacht. Warte mal ganz kurz. Sekunde. Wurde es dunkel, als wir gerade losgelaufen sind? Darauf habe ich nämlich gar nicht geachtet. 10, 12. Oder soll ich... Komm, ich stelle mich zur EP-Farm. Und warte nochmal ein Stündchen oder so. Und dann mache ich... Oder haue ich mir unten die EP-Leiste voll. Ich nehme jetzt auch mal diesen Health Instant Splash Health Pot, um den dann zu, die Mobs dann dazu killen. Das heißt, nicht mit Melonen wie sonst. Hoffe mal, das geht einigermaßen. Sogar die Katzen erwarten mich schon alle sehnlichst. Ich habe übrigens eine Idee für das Schild gefunden, das kommt aber demnächst. Die Schildidee, die kommt demnächst. Ich habe die Kommentare gelesen. Eins fand ich ganz gut. Werde ich das übernehmen. Zuerst erstmal geht's hier rein. So, und dann geht's hier nach unten. Plopp. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Da musst du aufpassen, dass du nicht irgendwo gegen die Treppen springst. Dann zerlegst du dir alles komplett. Und jetzt einmal nach vorne. Lauf. Nach links, nach rechts. Und dann... Ja, hier ist noch dunkel. Ja, könnte man theoretisch auch nochmal ausleuchten. Da hinten genauso. Und warten. Okay, das war's dann von dieser Let's Play-Folge. Ich stelle mich hier hin, warte kurz, bis unten wieder die Monster mäßig versammelt hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.